Ja, meine Befürchtung ist ja mittlerweile, dass tatsächlich wir in der alternativen Szene erstens eine sehr starke Glaubensorientiertheit haben. Und da geht es nicht um Fakten, sondern da geht es um fast schon religiöse Weltbilder und Menschenbilder, die sich durch nichts erschüttern lassen, die meistens oft getragen sind von Hass auf die Reichen und die Fähigen und die Kompetenten und die, also Hass und Neid sind da oft die emotionalen Triebfedern, aufgrund derer sozusagen dann auch bestimmte vorteilbringende Irrtümer beibehalten werden. Außerdem kann man sagen, die gesamte alternative Szene ist einfach ein Manipulationsopfer verschiedener Sparten. Für bestimmte Sparten ist es ja sehr vorteilhaft, wenn sich also unrealistische Weltbilder und damit auch falsche politische Entscheidungen ausbreiten in der Gesellschaft, wovon sie dann profitieren können als Sparten, ja. Und deswegen im Moment macht es den Eindruck, dass es sinnvoller ist, die Programmkommissionen, Wirtschaft der Großparteien und zusätzlich der ÖDP, der Ökologisch-Demokratischen Partei, anzusprechen hin auf die Gemeinwohlökonomie und die Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination. Da hat man wenigstens ein gewisses realistisches Weltbild und Menschenbild als Basis. Und ja, während wir ja in der Schenker-Bewegung sehen, dass man da wirklich jenseits aller Realitätsrückmeldungen, die die Realität bietet, hofft, dass die Menschen total beglückt würden durch ein völlig selbstloses, vergeltungsloses, selbstloses Schenken, wobei die Naturwissenschaft eigentlich nur hergibt das Vorbild der Bonobos, wo sozusagen ein vergeltungsorientiertes Schenken stattfindet. Schenken ja, aber nicht vergeltungslos oder vergeltungsfrei. Das heißt also, dass auch sozusagen letztendlich die Frauen bei den Bonobos einfach nur beobachten, was, da ist sicherlich also kein großer Leistungsstress, kein Konkurrenz, kein Wettbewerbsstress in dem Sinne. Aber ich denke, dass die Männer schon irgendwo wissen, warum sie den Frauen und Kindern die reifsten und schönsten Früchte hinhalten und sie beschenken in dieser Hinsicht von den von ihnen gefundenen Fruchtbäumen und so weiter. Sie spüren und wissen irgendwo schon, dass es darum geht, die Gegenleistung, nämlich die Liebesgeschenke der Frauen noch etwas zu intensivieren, damit die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man als Mann der Vater des nächsten Kindes in der Gruppe werden kann und dass man deswegen die herrlichsten Früchte nicht selber in den Mund steckt und genießt sozusagen, sondern sie den Frauen und Kindern schenkt. Und wie genau natürlich gedanklich, weil die ja keine Wortsprache haben, die Bonobos, wie das natürlich in deren Kopf abläuft, kann ich mir natürlich nicht genau vorstellen, aber ich vermute, dass Menschen irgendwie letztendlich am Ende immer auch beobachten werden, stimmt Geben und Nehmen ungefähr, sind meine Geschenke, ist dann sind die Gegengeschenke entsprechend und so weiter. Hält sich das ungefähr die Waage oder eben nicht? Und ja, und von daher sprechen eigentlich alle naturwissenschaftlichen Hinweise dafür,
dass das immer ein auch durchaus ein vergeltungsorientiertes Rechnen ist, sozusagen. Ich erinnere mich ja auch an irgendwelche Spinnen oder anderen Tiere, die irgendwelche kleinen Beutetiere fangen und sie dann den Weibchen zum Fressen vorlegen, damit sie dann währenddessen das Weibchen begatten können und so weiter. Und ich erinnere mich auch irgendwie, dass dann manchmal einfach auch dieses Futter nicht dagelassen wird, sondern sogar mitgenommen wird. Wobei es bei der schwarzen Witwe wohl so ist, dass die das Männchen dann öfters auch als Ernährung der Eizellen, ja, jetzt so nach dem Motto, jetzt hast du mich schon befruchtet, jetzt kümmere dich auch um die Kinder, indem du sie ernährst, indem ich dich jetzt fresse und damit also eine Hilfe für die Produktion von Eizellen vorliegt. Also, und es ist bei Kenntnis der Natur nicht vorstellbar, dass Lebewesen überhaupt auf Dauer und dauerhaft zu einem vergeltungslosen Schenken, ohne irgendwann das Gefühl ausgenutzt zu werden, wenn von der anderen Seite sehr wenig zurückkommt. Das ist schwer vorstellbar. Aber jetzt zurückkommen zu dem Thema realistisches Welt- und Menschenbild. Also ich finde bis jetzt in den Großparteien und in der ÖDP, bis jetzt in den Gesprächen einfach realistischere Menschenbilder und die Zuwendung zu den gesamten verschiedenen alternativen Szenen sehe ich im Nachhinein eher als Fehler, weil dort sich doch man kann sagen, die Alternativler sind die geistig völlig verirrten, durch die Irrtümer, die vorteilbringenden Irrtümer bestimmter Sparten so vollständig durchmanipulierten und dann auch noch von Hass und Neid und Missgunst auf die Fähigen getragenen, das ist in der alternativen Szene so ein unheimliches Gebräu, dass man sagen kann, mit diesen verwirrten Geistern kann man gar nichts anfangen. Da ist überhaupt keine Kooperationsfähigkeit, keine Kompromissfähigkeit, gar nichts. Und deswegen hake ich das jetzt mal so ab, dass im Moment es eigentlich nicht mehr sinnvoll ist, mit Alternativlern zu sprechen. Ich spreche samstags abends noch mit der Schenkerbewegung, aber da habe ich ja auch die letzten beiden Sitzungen immer so beenden müssen, dass wir uns überhaupt nicht annähern. Die Schenkerbewegung ist weder in der Lage zu sagen, wo der Weltrat sich irrt. Und wir sind, wenn wir der Schenkerbewegung sagen, dass sie sich irrt mit ihrer Idee des vergeltungslosen Schenkens, dass das Menschen möglich sei, im breiten Stile, dass die sich also auch von der Tatsache, dass Tausende von Menschen sich für die Gemeinwohlökonomie interessieren und damit eine gewisse Offenheit für die GWÖ-GWO-Kombi auch damit meistens gegeben ist, fast niemand an ihren vergeltungslos schenkenden Kommuneprojekten teilnehmen will auf Dauer, weil er wohl spürt, dass das seiner Natur eben eher widerspricht. Ja, also, tschüssi für diese Sendung.